So, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bzw. das Wochenende wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen mal wieder zu Samra. Schockstarre, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. 2 Minuten 48, liken, supporters, come out. Produziert ist das Ganze von Chris, Jarbi und Perino. Schöne Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt, wenn euch das Video gefällt, abonniert, wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, Freunde, vorab, was gibt's zum Song zu sagen? Was gibt's allgemein zu Samra zu sagen? Ghetto Gemälde war böse, mit Anonym war ganz böse. Mir wurde aber schon mitgeteilt im Voraus, dass Schockstarre wieder in die mit 300 gegen die Leitplanke auf Jackie, Henny, je nachdem. Bin ich gespannt. Samra, Schockstarre, Abfahrt. Yo, Bro! Wo ist das, Digga? Ach du Scheiße. Ist es wieder irgendwo in der Schweiz, wie damals Lost oder so? Wurde Lost in der Schweiz gedreht? Ich weiß gar nicht. Aber das sieht böse aus. Wenn ich den Raum besteht, die Schockstarre. Fahr besoffen, mein Hure zu einer Schrottkarre. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal so tief am Boden war. Kein Gefühl, falsches Datum auf der Hude, Mann. Okay, guck mal, ich... Ich will hier nicht zu schnell urteilen, ne? So bin ich nicht. Ich gebe dem Song auf jeden Fall noch ein bisschen länger die Chance. Die Parts können auch krass sein. Bis jetzt, ich weiß nicht mal, ob wir mit einer Pre-Hook oder so einsteigen. Ich glaube zumindest, dass wir irgendwie mit einer Pre-Hook einsteigen. Was fährt er zu Schrott? Wenn ich den Raum besteht, die Schockstarre. Fahr besoffen, mein Hure zu einer Schrottkarre. Bevor du das tust, gib ihn einfach mir. Bei mir ist er in guten Händen, ich verspreche es dir. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal so tief am Boden war. Kein Gefühl, falsches Datum auf der Hode, Mann. Krieg die Augen nicht mehr zu, schon seit 3 Tagen. Und zieh mit irgendwelchen Bitches Koks im Leihwagen. Hier gibt's kein, bitte kein Dank. Lieber Gott, fahr mich einfach in die Leitplanke. Digga. Also, okay, dass er mit irgendwelchen Bitches Koks zieht, so. Aber jetzt... Soll man ihn auch gegen die Leitplanke fahren? Ach, Digga. Also ganz kurz mal, wunderschöner Wagen. Auch dieser Kontrast, Bro. Wer hat das Ding gedreht überhaupt? Yo! Party, scheiße. Also, Bro, ich sag euch, wie es ist. Video, auch der Kontrast mit dem Royce hier im Vordergrund, mit ihm so quasi. Und diese Berglandschaft, Bruder. Das Gefühl, dass Allah mich nicht liebt. Geh Wochen nicht nach Hause, damit Mama mich nicht sieht. Ich verballer mein Profit, Pada mit Musik, aber mit dir blind. Geh weg, lass mich heute allein. Ich bin übertrieben drauf, aber sag, wann ziehen die Wolken vorbei? Okay, wir sind noch gar nicht bei der Hook angekommen. Tut mir leid, war mein Fehler vorhin. Ich habe gedacht, wir starten irgendwie so mit einer Pre-Hook oder so rein, weil er auch Schockstarre gesagt hat und so weiter und so fort. Ja, guck mal, es ist halt... Ihr kennt da meine Meinung zu. Ich sag euch, wie es ist. Und dann gibt es Leute, also gerade nicht bei Ghetto-Gemälde. Ghetto-Gemälde, die Reaktion kam wirklich gut an, weil ich den Song auch gefeiert habe. Aber die Reaktion davor zu anderen Songs kam nicht gut an, weil ich einfach... meine ehrliche Meinung gesagt habe. Und dann sagen Leute so, ja, dann reagier doch nicht drauf. Ja, aber ich kenne den Song davor doch nicht. Dann reagiere ich drauf, dann ist er scheiße, dann lade ich es hoch. Dann reagiere ich nochmal drauf, er ist gut, ich lade es hoch, ich lade es so oder so hoch. Aber ich kann doch davor nicht wissen, wie der Song wird, so, ob er jetzt gut oder scheiße wird. Ich wusste nicht, dass Ghetto-Gemälde gut wird. Ich wusste nicht, dass jetzt ein Song vor Ghetto-Gemälde oder ein paar Songs davor scheiße sind, so. Also was heißt scheiße, aber nicht mein Geschmack. Ich bin mit 2, 3 Frauen einfach down und fühl mich allein. Wenn du kein mehr traust, dein Herz eintauscht für den Preis. Wenn das Geld all der Fame und Erfolg dann auf einmal nicht mehr reicht. Fickt euch selbst, fickt die Welt, ich hab heute ein Herz aus Eis.
Benz im Rolls Royce gibt grün. Okay, war das irgendwie die Hook oder so? Ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen die Hook. Gerade auch, weil atmosphärisch ein bisschen mehr abgegangen ist, so generell Produktion. Perrine hat jetzt schon öfter Sachen für ihn produziert. Ich glaube, er ist auch da irgendwie so unter Vertrag. Um halt auch Musik mit ihm zu machen, Beats zu machen, so. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Beat ist nice. Wirklich sehr offen produziert, sehr, sehr viel Platz für Samra gelassen, das ist nice. Im Rolls Royce gibt grün bis Cliff Joint. Dunkle Seite vom Mond, so wie Pink Floyd. Und immer wenn der Gin in mein Drink läuft, Habibi, will ich Cash haben, keine Bitcoin. Aber warum muss man, also ich verstehe das nicht so. Warum muss man darüber immer wieder rappen so? Wisst ihr, was ich meine? Das Thema so, Gin in mein Glas, 300 gegen die Leitplanke, zieh Koks hier mit Bitches und so weiter und so fort. Ja, okay. Es ist genauso, wie wenn jemand zum 3000. Mal flext, dass er einen Louis-Pullover in einem SL63 oder sowas anhat. Wie oft will man noch flexen mit was man hat so? Zeig keine Liebe. Oder wie abgefuckt man ist. Sag mir, bin ich Mensch oder Geld und Maschine? Wenn ich mich selbst reflektiere, hab ich selbst mit mir Kriege. Marlboro sind Gold wie mein Herz. Mit Erfolg kommt der Schmerz. Und ich greif nach den Sternen. Hier ist eine goldene nix wert. Ich bin mit zwei, drei Frauen einfach. Ich glaube, jetzt kommen wir so in die Pre-Hook, glaube ich. Ich sag euch, wie es ist. Videos bös. Auch diese Drohenshots und so weiter und so fort. Generell diese Aussicht, die Location. Bro, ganz, ganz krass. Song wird halt wieder so ein Song, Samra-Song sein, den ich zwei, dreimal höre und dann Ghetto-Gemälde pump ich. Ghetto-Gemälde pump ich immer noch so. Aber ich glaube, ja, es ist, man muss sich halt wirklich damit so ein, zwei Songs im Jahr zufrieden geben. So. Mach dauernd und fühl mich allein. Ja, ich fühl mich allein. Also versteht mich nicht falsch. Wenn ihr das feiert, hört es weiter, ne? Ich bin halt nur so dieser Rohdiamant, Roadrunner, Shoot immer Shoot, Instinkte-Fan, so. Wenn du kein mehr traust, dein Herz eintauschst für den Preis. Wenn das Geld, all der Fame und Erfolg dann auf einmal nicht mehr reicht. Fickt euch selbst, fickt die Welt, ich hab heute ein Herz aus Eis. Und es ist nicht mal was gegen ihn, würde ich sagen. Es ist nicht mal, ich hab nicht mal was sowas. Ich verstehe das. Dass er sich ausprobieren will, dass er was anderes machen will, dass diese Schiene auch gut bei den Leuten ankommt. Verstehe ich voll und ganz. Es kommt einfach nur nicht bei mir gut an. Und deswegen bin ich da auch ganz ehrlich. Ich denke mal, das versteht er auch. Das Gefühl, dass Allah mich nicht liebt. Wir brauchen nicht nach Hause, damit Mama mich gesehen. Das Gefühl, dass Allah mich nicht liebt. Wir brauchen nicht nach Hause, damit Mama mich gesehen. Ich sag euch, wie es ist. Video ist bös. Holy shit. Nochmal eine Hörprobe. Ah, ich höre mir so Hörproben nicht gerne an, ihr wisst es. Samra, Schockstarre, schreibt mir gerne eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Peace.